Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wie stöhnt eine Veganerin beim Sex? So, ja. Gratuliert mir, ich bin jetzt Quizfragensteller bei ProSieben. Ich finde das A. geil, B. Schilddrüsenüberfunktion. Wer anderen eine Grube gräbt, muss aufpassen, dass er nicht über einen Kubikmeter Erde kommt, sonst braucht er eine Baugenehmigung. Liege ungeduscht auf der Couch, zusammen mit 17 Pringles, die mir beim liegend Essen neben das Gesicht gefallen sind. Ich nenne das Bild Würde. Im Fernsehen läuft echt nur Scheiße. Oma, bitte, das ist das Fenster. Der Knast verändert einen. Jonas, 13, spielt zum ersten Mal Monopoly. Inhalt der Chipstüte, 175 Gramm. Eine Portion, laut Aufdruck, 30 Gramm. Ich muss so lachen, dass mir dabei glatt 2 bis 3 Portionen aus dem Mund gefallen sind. Kannst du mir das beibringen? Darüber muss ich erstmal eine Nacht mit dir schlafen. Dieser Moment, wenn man es bis zur Laterne schafft, bevor das Auto kommt. Diese Schweinekoteletts sind verdammt gut. Willst du auch mal welche probieren? Nein, danke, ich bin Jude. Keine Sorge, ist kostenlos. Ich muss laden. Herbert, 57, Baggerfahrer. Jacqueline, 14, mit leerem Akku. Alexander, 35, Scharfschütze. Ali, 24, muss einkaufen. Neulich einen Opa gesehen, wie er einen Jugendlichen, der an seinem Handy war, über die Straße geholfen hat. Was macht eine Blondine im Fitnessstudio? Sie sucht den Muskelkater. Wie weit kann man die Schamlippen einer Frau ziehen, bis sie dir eine knallt? Im Zirkus während der Raubtiernummer. Der Dompteur geht zum Löwen, öffnet die Hose, holt seinen Penis raus und legt es ins offene Löwenmaul. Der Löwe schließt vorsichtig das Maul. Der Dompteur haut ihn daraufhin mehrmals auf den Kopf. Schließlich öffnet der Löwe das Maul wieder und der Dompteur verstaut seinen Penis in der Hose. Er wendet sich zum Publikum. Wer traut sich, dieses Kunststück nachzumachen? Meldet sich ganz vorne einer Blondine und sagt, aber bitte nicht so fest auf den Kopf hauen. Was sagt man, wenn eine Frau die Treppe runterfällt? Bring Bier mit. Womit befriedigt sich ein Eskimo-Mädchen? Mit einem rasierten Pinguin. Warum rasiert? Weil er dann so schön bibbert. Wie bekommt man 1000 Äthiopier in eine Telefonzelle? Brotkrümel reinstreuen. Das Rad kostet 199 Euro. Okay, besitzen Sie ein Schloss? Na sicher, aber die Zugbrücke ist kaputt und am Westturm bröckelt der Putz. Kapiervorgang wurde abgebrochen. 24 Jahre hat es gedauert, bis ich gemerkt habe, dass Lachgummi ein Konter von Weingummi ist. 24 Jahre. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.